Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Positive am Anfang. Ich bin erfreut darüber, in welch hoher Anzahl die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestags und die Mitglieder der Bundesregierung auf der Regierungsbank heute bei dieser Aktuellen Stunde noch anwesend sind, um diesem wichtigen Thema und dieser wichtigen Aktuellen Stunde auch mitzulauschen. Ich würde mir allerdings nach oben noch wünschen, dass vielleicht die mediale Aufmerksamkeit für den Weltfrieden vielleicht eine höhere wäre. Bei anderen Tagesordnungspunkten ist die mediale Aufmerksamkeit dann doch eine höhere. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Weltuntergangsuhr, der eine oder andere kennt sie, steht 100 Sekunden vor 12. Vorgestern hat das renommierte Bulletin of the Atomic Scientists wie jedes Jahr bekannt gegeben, wie knapp die Menschheit aus deren Sicht von einer oder vor einer allumfassenden Katastrophe steht. Seit 1947 existiert diese symbolische Uhr. Und wenn sich die Lage verschlechtert, wird die Zeit vorgestellt. Wenn die Lage sich entspannt, wird sie zurückgestellt. Letzteres ist jedoch seit dem Ende des Kalten Kriegs und den Abrüstungserfolgen, die damit direkt danach verbunden sind, nur ein einziges Mal passiert. 2010, als Russland und die USA den New START-Vertrag unterzeichneten. Ein wichtiges Vertragswerk, ein wichtiges Werk für den Frieden. Ansonsten bewegt sich der Zeiger leider unerbittlich voran. Und bereits 2020 wurde die Weltuntergangsuhr auf 100 Sekunden vor 12 gestellt. So weit wie nie zuvor. Diese Uhrzeit wurde nun exakt beibehalten. Was heißt das? Dass 2020 ein Jahr des Stillstands war? Nein, im Gegenteil. 2020 war ein Jahr dramatischer Rückschritte für die nukleare Abrüstung. Die immer weiter vorangetriebene Urananreicherung des Irans im Widerspruch zum JCPOA-Abkommen, China, das seine Fähigkeiten erweitert und Interkontinentalraketen mit mehreren individuell steuernden Gefechtsköpfen bestückt, Nordkorea, welches wieder mal eine größere Rakete, funktioniert sie oder nicht, das wissen wir nicht, präsentierte, die voranschreitende Entwicklung nuklearfähiger Hyperschallwaffen, destabilisierende Raketenabwehr, Trägersysteme, die sowohl konventionell als auch nuklear bestückt werden können, sowie die Fantasien über mögliche passgenaue Mikronuklearwaffen. Die Fachleute des Bulletin haben deutlich gemacht, dass solche Entwicklungen ein weiteres Vorstellen der Uhr gerechtfertigt hätten. Jedoch gab es auch Hoffnungsschimmer. Genannt wird die Wahl von Joe Biden, der anders als sein Vorgänger auf internationale Kooperation setzt. Und kaum ist er im Amt, erreicht er gemeinsam mit Russland die ersehnte Verlängerung des New START um weitere 5 Jahre. Und deshalb hoffen wir in Deutschland und in Europa, dass die USA nun auch dem Atomabkommen mit dem Iran wieder beitreten kann. Als weiterer großer Hoffnungsschimmer wird das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags vor einer Woche genannt. Die SPD-Fraktion begrüßt dies und ich ebenfalls ausdrücklich. Und wir wollen deshalb die richtigen Schlüsse daraus ziehen. In dieser Aktuellen Stunde wird gefordert, dass wir unverzüglich selbst beitreten sollten, wenn man Kollegin Hensel beispielsweise folgt. Das klingt nobel, mag gut gemeint sein, bringt aber nichts. Aber ein alter Spruch sagt, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Fakt ist doch, dass alle Atommächte den Vertrag ablehnen und er daher für den Moment an der Existenz, an der Anzahl von Atomwaffen überhaupt nichts ändert. Einige dieser Atommächte sind unsere engsten Verbündeten, die USA, Großbritannien, Frankreich. Wenn Deutschland diesem Abkommen ohne Absprache und Rücksicht beitritt, wird das vor allen Dingen diese guten Verhältnisse belasten. Warum das gut für nukleare Abrüstung sein soll, würde ich dann nicht verstehen. Komischerweise scheint dieses offensichtliche Problem manchen hier ganz herzlich egal zu sein. Andere nehmen es vielleicht sogar in Kauf. Die Linke, die diese Aktuelle Stunde beantragt hat, freut sich doch diebisch. Das merkt man doch über alles, was die NATO schwächen könnte. Aber es kann doch niemand ernsthaft glauben, dass Staaten wie Nordkorea ihre Atomwaffen abrüsten, nur deshalb, weil es in der NATO Streit gibt. Nein, wir, die SPD-Fraktion, haben daher einen besseren Vorschlag, nämlich als Beobachter bei der Vertragsstaatenkonferenz teilzunehmen. Ein Beitritt Deutschlands ist im Augenblick nicht zielführend. Aber es heißt nicht, dass wir uns komplett aus diesem Vertrag fernhalten sollten. Wir erkennen an, dass der Atomwaffenverbotsvertrag das richtige Ziel hat, eine atomwaffenfreie Welt. Und wir erkennen an, dass die Staaten, die ihn unterstützen, ein Recht darauf haben, gehört zu werden.
Denn Atomwaffen gehen die ganze Menschheit an. Ihr Einsatz betrifft auch die, die keine Macht über Atomwaffen haben. Und machen wir uns klar, jene Staaten können den Atommächten keine Abrüstungsangebote machen, denn sie haben keine Atomwaffen, die sie abrüsten können. Deutschland sollte deshalb die ganzen 122 der 193 UN-Mitgliedstaaten unterstützen und deren legitimen Interessen ernst nehmen, sich proaktiv mit ihnen auseinanderzusetzen, als Beobachter, als Scharnier, als derjenige, der das Gespräch offen hält. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Wir wollen weder Stillstand noch rücksichtsloses Vorsprechen brechen, sondern wir wollen kluge Außenpolitik, Sicherheitspolitik im Sinne des Friedens. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Karl-Heinz Brunner. Ich danke Ihnen heute zum letzten Mal. Und der letzte Redner jetzt in der Aktuellen Stunde und am heutigen